Hallo und herzlich willkommen bei Gut Leben mit Dupuytren. Ich bin Bert Reichert und begrüße Sie an diesem schönen, sonnigen, winterlichen ersten Advent 2023. Es ist also Vorweihnachtszeit und tatsächlich habe ich auch schon ein erstes Geschenk bekommen, und zwar von meiner Patientin Frau De Haan. Sie hat in der letzten Woche eine 5-Sterne-Bewertung bei Google hinterlassen. Sie ist so zufrieden mit ihrer Behandlung bei uns in Nürnberg. Das war aber nicht das Einzige, was sie in diesem Kommentar geschrieben hat. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Gedanken und den möchte ich hier auch mit Ihnen teilen. Und das tue ich gleich nach dem Intro. Bleiben Sie dran! Ja, das hier sind Fotos, die hat Frau De Haan selbst zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier nutzen kann. Man sieht, es geht um ihren kleinen Finger, der im mittleren Gelenk nicht mehr normal streckfähig ist. Das ist also eine Blockade oder eine Kontraktur bei der Dupuytren-Krankheit. Und hier sieht man dann 6 Wochen später, was mit der PNF erreicht werden konnte. Hier noch einmal aus einem anderen Blickwinkel und es gibt auch noch eine dritte Perspektive. Man kann also gut verstehen, dass Frau De Haan mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden ist. Und ich muss auch sagen, das ist in diesem Fall besonders gut gelungen. Es ist nicht immer möglich, so ein tolles Ergebnis herbeizuführen. Und man weiß natürlich auch nicht genau, wie lange es so anhalten wird. Aber ich hatte schon gesagt, am Ende Ihres Kommentars hat Frau De Haan noch auf ein anderes Thema hingewiesen. Ja, und das ist nun Ihre Rezension. Und noch einmal bedanke ich mich herzlich für die gute Bewertung der Behandlung. Aber sie schreibt auch, es wäre gut, wenn mehr Menschen von der Behandlungsmöglichkeit durch eine PNF bei einer Fingerkrümmung durch Morbus Dupuytren erfahren würden und mehr Ärzte über diese Technik informiert wären, sie erlernen würden und in ihr Behandlungsspektrum aufnehmen würden. Das stimmt. Das sehe ich ganz genauso, Frau Haan. Vielen Dank für diesen Wunsch im Namen anderer Patienten. Ja, das war es dann schon wieder für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Ich grüße Sie herzlich, Ihr Bert Reichert. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie diesen Kanal abonniert haben. Und ich danke auch für Ihre positive Bewertung. Schreiben Sie doch gerne einen Kommentar.